nicht dein Ernst sein. Alter! Ist das ein Alpha? Nee, hat so ausgesehen, als würde der rot leuchten. Ach, leck mich doch, das ist so scheiße jetzt. Auf der anderen Seite war Feuerstein, aber müssen wir eben auf die andere Seite laufen, ne? Also da hinten. Oder ist hier oben auch noch irgendwas? Ne, ich glaube, wir laufen einfach da hinten hin, ist mir jetzt egal. Die Zeit, die wir dadurch können. Oder muss man hier sogar durch den Wald nochmal laufen, glaube ich, um überhaupt an die Explorer Notes zu kommen? Ich glaube schon. Müssen uns jetzt halt auch ein bisschen dummeln, weil ich möchte auch gerne den Effekt der Explorer Note noch beibehalten. Ganz klar. Damit sich der eben multipliziert. La 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 la. Aber es wird auch nicht mehr lange dunkel sein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das kann man auch nicht abbauen. Sag mal, warum gibt's denn hier nirgends Feuersteine, ey? Was ist das für ein Scheißstrand? Ja, muss kacken, musst du da. Kackt Sandy drauf. Muss ich jetzt wirklich bis hier hinrennen? Dass ich die Fackel habe, ist es hell. Komm, jetzt pack mal hier direkt ein paar Feuersteine. Und sag, und fresst mich oder so. Fackel. Haben wir auch schon mal das Feuer. Da haben wir es schon mal dabei. So, Hände. Helm. Shirt. Hose. Nur die. Ne, Schuhe haben wir ja schon. Jetzt gehen wir nochmal einmal auf Gewicht und nochmal auf Bewegungsgeschwindigkeit. So. Das Hemd behalten wir mal noch. So, und jetzt aber los, ja. Jetzt müssen wir los. Muss weg. Und das. Alter. Ist das ein Truthahn gewesen? Lass mich in Ruhe, ich bin schon viel zu schnell für euch. Hoffe ich mal. So, hier sind wir rübergekommen. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich auch wieder hier hoch. Der kommt immer noch nach. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Ja, wir müssen jetzt eigentlich hoch, quasi auf die andere Seite. Ich möchte lieber diese Kamera, das sehe ich besser, kann besser reagieren, falls irgendwas passiert. Ich glaube jetzt irgendwie, wir mussten jetzt hier hoch und dann rechts abbiegen oder so. Durch den Wald oder so. Ist das so scheiße. Oh Gott. Ich laufe dem Tod entgegen. Da ist er. Einer davon. LOL, was für ein Finding. Jetzt weiß ich nicht, ob die andere hier ist oder in der anderen Richtung. Das weiß ich jetzt nicht, weil das war jetzt Luck, das hier, dass ich genau die richtige Stelle erreicht habe. Aber jetzt haben wir schon mal unsere Explorer-Note erhöht. Oh Gott, der wird gejagt. Und ich habe keine Ausdauer mehr. So, jetzt aus wieder Ausdauer wieder da. Man sieht hier auch sau schlecht. Keine 2 Meter. Du hast sowas, du hast denn das auch noch? Ich glaube, wir gehen einfach rüber an den Strand.
und scheißen auf die eine. Den Luxus haben wir eigentlich jetzt uns verdient. Na gut, jetzt ist es auch ein bisschen heißer durch die Lederkleider. So, wo muss ich jetzt rüber? Wo ist der Übergang? Wieder in die Dingskamera hier wechseln und gucken. Ja, hier müssen wir rüber quasi. Da wo die, besser gesagt, da wo die Wasserlache ist, auf der Karte eingezeichnet. Da ist nämlich auch der Wasserfall. Und da gibt es nochmal weitere Explorer Notes. Lalalala. Ja, die Lilane verliert gleich ihren Buff, aber das ist nicht so schlimm. Ja, und normalerweise. Müsste hier noch irgendwo was sein. Aber ich glaube, das finden wir jetzt nicht. Weil ich es nicht genau weiß. Und da ist der Wasserfall, da seht ihr ihn. Hier würdet ihr dann normalerweise rauskommen, wenn ihr die anderen zwei Explorer Notes habt. Ich dachte gerade, hier wäre was. Man erkennt die ja immer. An diesen Ruinen, die da rundherum sind. Es gibt halt sau viele im Game, das ist Wahnsinn. Hab ich mal gemerkt, ich habe jetzt 20%, die Trophy für 20% der Explorer Notes auf der PlayStation. Ich habe schon so viele gefunden. Oh, pfiuh. Gute mit der Fackel ist, dass man hier wenigstens sammeln kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich alle hier mitgenommen habe. Bis dato, aber es reicht uns. Das ist halt einfach für diesen Level zu bekommen, ist das einfach mega. So, jetzt ist es ein bisschen gefährlich. Es könnte sein, dass hier Piranhas drin sind und wir haben wir die Chance, einen Fallschirm zu basteln. Ne, den habe ich noch gar nicht gelernt. Ja, wir haben 13 Level-Ups noch. Wo ist denn der Fallschirm? Oh, es regnet. Das ist natürlich top. Da kann man dann schön rennen. Fallschirm gelernt. So, wundervoll. So wundervoll. Gut. Das sieht gut aus. Sicher. Ja, alles klar. Wir haben halt nur noch ein Bauen können. Da fehlt uns Stroh wahrscheinlich, oder? Ja, und Leder. Oh, Leder fehlt uns auch. Okay. Jetzt kommt man nämlich eigentlich in ein gefährlicheres Gebiet. Da ist Leder. Hey. Was? Zweifach Leder. Nicht anrotzen, das mag ich nicht. So, gib mir dein Leder. Du mir dein Leder. Okay. Fallschirm, bitte Fallschirm. Nur einen konnte ich machen. Da fehlt wieder Stroh. So, 130% ist top. Gut. So, ihr seht schon, wir sind jetzt Level 44. Das hat sich schon gelohnt und es ist noch nicht zu Ende. Ich schmeiß jetzt mal das Zeug hier weg. Hol mal eben den Fallschirm, den einen, den wir haben. Normalerweise lege ich den immer auf X, aber ich muss jetzt halt einfach mal umdenken. So, Steine weg. Das hier weg. Wir müssen ja nicht komplett drüber kommen, aber Hauptsache, wir leben. Anlauf sollst du schon nehmen.
Gut. Man muss auch springen davor und dann falschen Knopf drücken noch. Alter. Ja. Okay. Es war nicht ganz so effektiv, aber okay. Wir sind über die Hälfte, über das Meer drüber gekommen. Das ist schon mal viel wert. Bauen wir noch einen. Dann rennen wir hier hoch. Ja, aufpassen. Hier können überall Raptoren lauern. Das Gute ist, wir können jetzt hier rennen ohne Ende. Weil es regnet. Können wir sogar Stimberries fressen, weil wir verdursten ja quasi nicht. Da ist sie. Die nächste. Zack. So, jetzt wird es wieder ein bisschen gefährlich. Nämlich hier was Wasser drüber. Da wurde ich auch schon von Sarkus angegriffen. Aber hier haben wir wirklich Idealvoraussetzungen. Nicht mal ein Raptor im Weg gehabt bisher. Und dann ist es hier auf dieser Insel oder auf der nächsten. Hier wurde ich letztens auch gefressen. Das ist auf der nächsten, oder? Da hinten drauf. Ah, komm, hoch hier. Geh hoch. Und einer. So, okay. Zack. Es klappt ja wie im Bilderbuch hier. Ja, mit dreifacher EP sind wir jetzt richtig gut dabei. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss man, glaube ich, hier runterrennen. Und das sind auch noch zwei oder so. Ja, da hinten. Terry? Hallo? Der Junge? Ich glaube, da ist es. Bin mir nicht 100% sicher hier. An dieser Stelle. Aber ich meine, also auf jeden Fall am Strand an so einer Felsformation sind nochmal zwei Stück. Das muss eigentlich hier sein, weil sonst ist nirgendwo eine Felsformation. Ah, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt brauche ich auch keine Stimberries zu fressen, dann bin ich wieder so durstig. Dann machen wir das doch so. So, hier irgendwo drin müssten dann noch welche liegen, immer in den Spalten. Ist hier wirklich keiner irgendwie so bisher gewesen? Oder habe ich die jetzt verpasst? Dass die irgendwie weiter vorne drin liegt? Das muss hier sein. Hier habe ich meinen Schrank. Da habe ich mich nämlich niedergelassen mit meinem Charakter. Oder? Das heißt, hier habe ich dann die Sachen gebaut. Da hätten wir sogar noch ein Lagerfeuer. Kann man das verwenden? Jo. Das ist natürlich top. Oh, ist hier mal Feuer. Werden wir die anderen Dinger suchen. Das, ja, ich hab's wohl doch irgendwie übersehen, oder? Oder wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Doch, das muss hier sein. Du darfst verdursten, ja, ja. Ich bin ja nicht mehr übers Wasser drüber. Oder bin ich auf die. Oder habe ich da schon einfach drauf geschissen mit ihm und hab die gar nicht mehr geholt? Kann ich mir nicht vorstellen. Müssen hier irgendwo drin sein. Ich aber auch hier oben. Hä? Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich da irgendwo runtergelaufen bin. Oh, hui. Geht nicht? Oh, aua. Nee, dann ist das hier nicht. Dann können wir noch weiter hier hin. Vielleicht hier. Ach, hier ist ja auch noch Felsspalten.
Dann war das hier. Ja, da ist noch eine. Zack. Haben wir auch wieder. Und ich meine, es müsste noch eine zweite geben. Wobei ich mir da nicht so 100% sicher bin. Wie gesagt, ich habe es selber nicht allzu oft gemacht. Oh, fuck. Eigentlich sollten wir unser Glück auch nicht mehr weiter rausstrapazieren und sollten uns jetzt vorbereiten für die Abreise. Und langsam dann Richtung Herbivoreninsel gehen. Ich gucke jetzt trotzdem noch, so damit man es weiß. Man natürlich, wenn er mit normalen Settings spielt, ist es natürlich relativ sinnvoll, alle mitzunehmen, die es auf dem Weg gibt. Weil er dann ja nicht so vielen Bonus habt. Ach, guck mal da. Ah ja, genau da. Das war nämlich beim Runtergehen, war die eine noch. Ah, die hatte ich nämlich letztens nicht. Seht ihr? Weil nämlich hier kommt auch das Bild vom Kentrosaurus. Haben wir nochmal eine mehr, die ich nicht gefunden habe auf der PS4. Sehr schön. Wir werden nämlich noch einige finden, die ich nicht habe. Wenn das Profil mitmacht eben, ne? So, okay. Das heißt, jetzt werden wir Floß craften und Richtung Herbivoreninsel. Um nochmal ein bisschen mehr EP. Was ist denn das? Ein Otter? Oh, ich will einen Otter. Level 40. Wo ist ein Fisch? Komm, Fischi, Fischi. Piranha, genau. Ja, Level 90 ja direkt. Ist klar. Deine Mama, Alter. Speer ist kaputt. Ich auch gleich, wenn ich so weitermache. Hey, hier geblieben. Ja, hier ist der Otter nicht mehr da. War ja irgendwie klar. So, den haben wir schon mal an der Angel. Wo ist denn der Otter hin? Ist bestimmt ins Wasser gesprungen. War nicht so cool. Otter, wo bist du? Warum meldest du dich nicht? Da ist er! Otter, 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 Otter! Ja, Otter, Fisch füttern! Oh! 50% oder so. Ich brauche noch einen Fisch. Alter, wie asozial hier das ist. Kommen bestimmt gleich wieder die Piranhas. Otter nicht aus dem Auge verlieren. Hey, Fisch, komm doch daher. Irgendwo ein Fisch in der Nähe, ey. Gibt's das? Scheiße, ey. Alter! Haut der rein. Uff. Uff, der Piranha hat Aua gemacht, ey. Alles für ein Otter. Dann machen wir das hier mal anders. So. Ich gehe überhaupt nicht auf Resistenz momentan. Das ist vielleicht auch nicht gerade so gut, aber naja. Das jetzt einfach mal probieren. So, wo ist denn jetzt der? Ja. Schlafsack. Können wir hier auch von mir aus abkratzen. Ich will den Otter haben. Da ist er. Da würde ja mal irgendwo so ein dummer Fisch rumschwimmen. Abgesehen von dem Mörder-Piranha. Was ist denn jetzt, du scheiß Piranha? Greifst du an und haust ab, oder was? Dumme Sau. So, dich verfütter ich jetzt im Otter. Oh nee, ey. Hoffentlich wird der jetzt nicht auf mich aufmerksam. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Du blöder...
Ja, aber da schon ganz da oben. Ganz da vorne. Er hat meinen Piranha gefressen, der Piranha. Ach, verdammt, ey. Ja, das macht für einen Otter. Ich sollte mal ein bisschen Fleisch holen gehen, vielleicht. Oh Mann, ey, eben war der Otter so nah dran und jetzt... Es ist aber auch wirklich eine Tortur, hier einen Fisch zu bekommen. Am Anfang. Ich kann jetzt machen krassen Damage. Und der Otter, ich darf nicht so weit raus, sonst komme ich nicht mehr rechtzeitig zurück. Wo ist denn dieser Dreckspiranha jetzt? Warum kommt der Otter jetzt nicht mehr? Wo ist denn der Otter? Jetzt kommt der Piranha. Ich kann hier halt nicht rausschwimmen, ne? Ups. Ah, ist der Otter, ey. Scheiße. Viel zu weit weg, Mann. Solange der Piranha lebt, schaffen wir das nicht. Er kommt auch nicht mehr. Ich glaube, da ist noch ein Piranha. Ich glaube, das sind nicht die gleichen. Ach, da kommt er, Otter. Oder? Ah, komm her! Weißt du, die Piranhas kommen von 8 Kilometer Entfernung. Warum kommt denn dieser scheiß Otter nicht? Komm, Otter, ich hab Futter für dich. Guck mal hier. Otterfutter. Riesenfisch, ey. Ich ja geangelt habe. Nur für dich. Lecker Schmecker. Komm, komm, komm. Put, put, put. Komm da. Ja, und der Piranha auch. Oh Gott. Nein! aber wir haben den Otter. Und haben den Schlafsack geblazed. Nice. Der Otter überlebt ja hoffentlich den Piranha jetzt, sonst raste ich nämlich aus. Komm her, Dr. Otter. Ja. Hey. Komm. Was ist denn eigentlich, Mann? Nein! Ach Mann, du verfick... Scheiß Arschloch, ey. Ja gut, jetzt ist unser Buff natürlich weg. Das ist natürlich blöd. Fuck, ey. Das nur wegen dem Otter, den wir nicht haben. Traurige Geschichte. Wieder mal. Ark schreibt traurige Geschichten. Verdammte Kacke. So, ist mir jetzt egal. Scheiß auf alles. Es war so ein schöner Otter schon.